So, jetzt bin ich wieder unterwegs zu meinen Strandfischern. I'm talking to myself. Ah, yeah. Okay. That happens sometimes when you are getting older. Yeah. Yeah. When you're starting to talk to yourself. Yeah. Yeah. No, I'm taking a video. Yeah. Video. Yeah. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder zu meinen Strandfischern unterwegs. Bin ein bisschen spät dran. Heute bin ich mal gespannt, ob die außer Plastikmüll auch noch nennenswerte Mengen Fisch aus dem Wasser holen. Also das war schon eine erstaunliche Erkenntnis, mit wie vielen Leuten die dort Fischerei betreiben, wie wenig Fisch da rauskommt und vor allen Dingen wie viel Müll dabei rauskommt. Das ist unglaublich. Okay, heute ist sehr, sehr windig, fast schon stürmisch. For you? As a wife? I'm from Germany. I am from Reykjavik. Ah, you're from Reykjavik. Nice name. I'm Wolfgang. I am name Asrap. Okay, nice Asrap. To meet you. Nice. Asrap. 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 Asrap, nice to meet you. 40 way. I'm 61. 61. Yeah. 5 people. You have 5 people. Your family has 5. One family and 4 people. 4 people. Okay, that's just you. Girls, 2 girls, boys. Oh, that's good. Yeah. Congratulations. Job. Yeah. Board. Virgin Island go come. Virgin Island board. Virgin Island. I see. Board service. Did you? Diver. Ah, you're a diver. Diver. You diving for what? I was diving. Yeah, boat diver. I see. Diving, okay. Snorkeling. Okay, snorkeling. Okay, nice meeting you. Huh? Have a good day. Yeah. I see. Okay. Okay, thank you. Now he's trying to sell me a boat trip. You mean to that place? You're living there? I see. Okay, I come over to that place later on. I come the evening or morning. Okay. I come there. Okay, thank you. Den sage ich jetzt auch mal hallo. Ja, erstaunlich, welche Müllberge hier rumliegen. Und dass sich keine Sau dafür zuständig fühlt, die aufzusammeln. Aber so ist das immer hier. Good morning, how are you? I'm fine. I'm fine. What's your name? My name is Inga. Inga, I'm Wolfgang. Hi. I'm Wolfgang. Nice to meet you. From country? I'm from Germany, by the way. Germany? Yeah. Yeah. Are you going to fish today? Fish today, not. There's too much storm. Ah, that's the reason why you don't fish today. I see. Today, tomorrow, a week. May I talk through there? Yeah.
I don't have a t-shirt with me. Can I walk there? Walk. Okay, thank you very much. Okay. I got the permission of the Bürgermeister or whatever that is, the major of that small fishing village. I'm just walking through. They don't fish today because stormy weather conditions, okay, and nothing to do with praying or anything else. Yeah. Wenn hier ein Tsunami kommt, sind die aber mit einem Schlag alle weg. Definitiv. Okay. Keep it? He's on. Yeah, don't do anything. Ja, da haben wir echt Glück gehabt. Die Fischer sind sehr freundlich und ich bin jetzt die ganzen Tage schon hier entlang gelaufen. Okay. Kommen noch ein paar andere aus ihren Löchern raus. Frauen sieht man überhaupt keine. Ja, das hier ist ein echtes Problem am Strand. Fischer holen natürlich nicht nur Fisch hier aus dem Wasser, sondern vor allen Dingen auch jede Menge Plastikmüll. Und den lassen die einfach am Strand liegen, bis die nächste Flut das wieder ins Meer zurückholt. Ja, und so schließt sich der Kreislauf. Ich halte also Plastik für eines der ganz großen Probleme in diesen Ländern. Eigentlich ist das ein weltweites Problem. Wenn da viele Hotels sind, dann wird natürlich dann aufgeräumt, aber so sieht heutzutage ein exotischer Strand aus. Ja. Das haben wir hier, die Situation. Mein Freund, der immer Money Money sagt, sag ich nochmal Hallo. Hallo Money Man. What are you doing here? Ja, was? No. I don't have any money. No. There's no money in my pocket. No, sorry. Ja, wie gesagt, heute ist es zu stürmisch zum Fischen. Und deshalb nutzen die Gelegenheit, die Netze zu trocknen und zu reparieren. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter rein. So, jetzt gehen wir mal hier zu diesen Leuten. Jetzt werden wir sehen, wo wir da sind. Hallo, morning. Ah, that's a well. Ah. I see. Oh. Hallo. Ja, so leben die Menschen hier. Oh, sehr dornige Angelegenheit. Ich muss mal wieder Richtung Strand zurückgehen.